Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed mit mir, The Gentleman. Dann besuchen wir doch gleich nochmal wieder Sing. Noch 260 Meter. Großen Zugdebakel enthüllt Dulip endlich seine neue Idee. Er plant, den Korinor zu stehlen, einen Diamanten, der sich im Besitz von Queen Victoria befindet. Jacob, der weiß, dass ein Freund des königlichen Juweliers ein starker Trinker ist, macht sich mit seinen eigenen Methoden daran, die benötigten Informationen zu schreiben. Ich habe mich umgehört und jemanden gefunden, der vielleicht weiß, wo der Koh-i-Noor-Diamant aufbewahrt wird. Ausgezeichnet. Raubüberfälle liegen mir. Der Mann trägt den Namen Cornelius Tuttibutton. Biertrinker. Was denn? Ich sehe das. Offenbar ein Freund des königlichen Goldschmieds. Wie spüren wir ihn auf? Er hält sich regelmäßig im Pub George in der City of London auf. Klingt nach einem Mann, mit dem ich es aufnehmen könnte. Mach dich nicht lächerlich. Nur die Ruhe, meine liebste Schwester. Ich werde mich auch höchst selbst darum kümmern. Kommen Sie nach Westminster, wenn Sie die nötigen Informationen haben. Dann gucken wir doch mal. Der königliche Goldschmied heute Abend. Ein Mann trinkt nicht gern allein. Was auch immer Sie von mir wollen, ich bin nicht interessiert. Ich bin nur daran interessiert, noch ein Pint zu bestellen. Ich sag Ihnen was. Falls ich mehr vertrage als Sie, erzählen Sie mir, wo der berühmte Koh-i-Noor-Diamant versteckt ist. Sie glauben, Sie können mich unter den Tisch trinken? Ein ziemlich hoher Einsatz für eine sichere Wette. Ich betrachte also die Herausforderung als angenommen. Barkeeper, zwei Pints für uns. Was ist letzte Nacht passiert? Also so darf ich mich beim Zug nicht blicken lassen. Ich muss mich erinnern, was passiert ist. Ich weiß, ich war in einem Paar. Aber in welchem? Sie haben die Nacht anscheinend überlebt. Ich war nicht sicher, was aus Ihnen werden würde.
zurück? Ich dachte schon, ich sehe sie nie wieder, als sie zu diesem Schießwettbewerb getorkelt sind. Okay. Der Name des Spiels ist... Zerschieß die Flasche. Gold, richtig. Liegt dir das? Sagst du mir, wo der Diamant ist? Zuerst musst du mich hierbei schlagen. Du bist ein guter Schütze. Besser, als ich es erwartet hätte. Viel wie du dachtest. Du bist ein guter Schütze. Besser als ich es erwartet hätte. In diesem Part sind wir fertig, aber diese Nacht ist noch lang. Ab ins Bricklayers Arms mit dir, Johnny Boy. Folge mir. Ich bin Jacob. Hast du das gesehen? Wer war das? Wer war was? Ach, egal, Cornelius. Sag mir einfach, wo der Diamant ist. Jemand hat's verschüttet. Irgendein Bastard hat mein Bier verschüttet. Hör mal. Bier! Schon gut. Ich finde den Verantwortlichen. That was a near thing. Erstmal zum Krug. Das Bier wurde über den Boden verschüttet. Mehrere Menschen scheinen hineingetreten zu sein. Vielleicht findet sich eine Spur. Nicht wirklich angenehm. Hier haben wir Spielkarten. Starten wir mit dem Dickens. Was war das verschüttete Getränk? Beim Jupiter, jemandes Drink verschütten? Warum sollte ich so etwas Hundsgemeines tun? Was weißt du zu den Bleiters? Traurige Haufen. Sie werden zwar immer weniger, aber sie terrorisieren die ganze Gegend. Was kannst du mir zum Kartenspiel sagen? Ein Spiel für die Geschichtsbücher, sagt man. Viel Schweiß, Blut und Tränen letzte Nacht. Diese Bleiters ziehen eine richtige Show ab. Sie verlassen den Spieltisch gewöhnlich mit vollen Taschen. Okay. Was weißt du zum Getränk? Das Schlimmste, was ein Mann einem anderen antun kann. Man muss schon einen echt fiesen Charakter haben, um so etwas zu tun. Und was weißt du zum Pokerspiel? Das Spiel letzte Nacht? Wieso? Ich habe fair gewonnen. Falls Cornelius sich deswegen noch immer aufregt, verdient er es auf die Rübe. Sein Geld gehört mir. Daran wird er sich wohl gewöhnen müssen. Und dann mal mit unserem Kumpel schnacken.
Was kannst du mir zum Getränk sagen? Ich habe mit diesem durchgeknallten Trottel Dickens geredet. Als ich mich umdrehte, war mein Drink verschüttet. Ich wette gutes Geld, dass diese Bleiters dahinter stecken. Was kannst du mir zum Kartenspiel sagen? Du hast den falschen Mann. Ich habe seit Ewigkeiten kein Kartenspiel angefasst. Was war's zu den Gegnern? Was ist mit denen? Ich hasse diese Bastarde. Sie terrorisieren mich immer. Du musst was gegen sie unternehmen. Dann folge ich aber erstmal den Spuren. Du glaubst, ich verschütte mein eigenes Bier? Ungeheuerlich! Warte, vielleicht hast du recht. Da ist er! Kommt, kämpft mit mir wie ein Mann! Hoch die Fäuste! Er hat Klamotten angezogen. Wie niedlich! Keine Zeit. Ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich glaube nicht, dass ich gehe. Das ist doch ein Scherz. Dein Geldbeutel, Schlucksbecht! Her damit! Hilf mir! Womit habe ich das alles nur verdient? Der Trottel aus dem Pub! Was habt ihr jetzt davon, eure Nasen in unsere Angelegenheiten zu stecken? Wir hatten echt Spaß. Wir sollten das nicht machen. Hättest du immer noch. Ich habe es nur etwas übertrieben. Und wenn, ich schaff das nicht. So, dann gucken wir doch mal. Hier wohne ich. Du kannst echt eine Menge vertragen. Vielleicht sogar mehr als ich. Oh ja. Und vergiss das bloß nicht. Dann gute Nacht, Julia. Ach, warte. Wissen wir, wo wir hinfahren. Wo ist dieser Idiot Button?
bist du hier hochgekommen? Ich hab dich heimgebracht. Jacob? Na endlich. Nun sag schon, wo ist dieser verfluchte Diamant? Zählt das streng genommen überhaupt das nicht? Schon gut, schon gut. Er ist im Tower of London. Überraschung. Er wird dort verbleiben, bis die heutige Gala endet. Und dann wird er zum königlichen Goldschmied zum Feinschliff geschickt. Vielen Dank. Buttons? Jetzt warte mal einen Moment. War das eine anstrengende Mission?